Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich teile nicht unbedingt die Einschätzung vom Kollegen Kruse, dass wir uns mit diesem Thema Smart City bzw. Smart and Safe Cities in diesem Hohen Hause zukünftig nicht beschäftigen müssen. Ich teile aber grundsätzlich Ihre Einschätzung, dass in dem formulierte Beschlussteil zu diesem Thema nicht viel beizutragen hat. Und ich möchte vielleicht grundsätzlich die Definition, die Herr Herrmann gewählt hat, bezogen auf die Definition Smart Cities der Zukunft, etwas erweitern. Man sagt ja heute, Smart City ist eine informierte, vernetzte, mobile, sichere und nachhaltige Stadt. Und die aktuell formulierten Megatrends sollen uns ja dabei helfen, diese Entwicklungen in den 20, 30, 40 Jahren, die auf uns zukommen werden, auch heute schon zu begleiten und heute schon die richtigen Rahmen für morgen zu setzen. Und Urbanisierung, Globalisierung, demografische Veränderung und der Klimawandel sind dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern wir brauchen dafür, für diese integrierten, miteinander verbundenen Systeme, eine integrierte Politik, die wir heute vorbereiten müssen. Und ich denke mir, da an dieser Stelle legt Ihr Antrag eine richtige Spur. Denn zukünftig werden 70% der Menschen hier auch in Nordrhein-Westfalen in Städten leben. Und diese hohen Anforderungen schaffen daher auch große Chancen, durch die richtigen politischen Rahmensetzungen in Zukunft effizienter mit Energie, Material und auch Humanressourcen umzugehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Debatten, die ich hier verfolgen darf zum Thema Sicherheit, zeigt, dass es ein wichtiges Thema ist in den heutigen Städten. Aber auch das Thema Sicherheit wird in den Smart Cities von immenser Bedeutung sein. Und während sich der Begriff der öffentlichen Sicherheit heute noch stark auf die Unversehrtheit der Bürger und der öffentlichen Infrastruktur eng begrenzt und auf Begriffe wie Polizei, Feuerwehr und Gesundheitswesen sich damit verknüpft ist, davon auszugehen, dass sich der Sicherheitsbegriff in Zukunft erweitern wird. Und dazu gehört vor allem die Sicherheit bzw. Funktionstätigkeit der alles durchdringenden Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen. Und bereits heute wissen wir, dass eine immer vernetztere Kommunikationsinfrastruktur Risiken für essentielle Bereiche der städtischen Infrastruktur bedeutet. Und sicherlich können Informations- und Kommunikationstechnologien dabei helfen, präventiv tätig zu werden. Und deshalb formuliert auch heute das Fraunhofer-Institut bereits, dass der Begriff Prävention ein Schlüsselbegriff werden wird oder ist auch schon im Bereich der Smart City-Entwicklung. Und in den aktuellen Forschungsberichten, die man finden kann und nachlesen kann, sind die Schnittstellen und Kontrollinstanzen der Kommunikationsinfrastruktur daher im Fokus und damit in Krisensituationen, Probleme im Datenfluss schnell behebbar zu machen. Und Feuerwehr und Krankenhäuser sicherlich sind auch in erster Linie davon betroffen. Aber jenseits der Fragestellung Digitalisierung und der Fragestellung, ist es jetzt wirklich ein revolutionärer Vorgang, wird natürlich auch immer die Debatte begleitet werden, ist eine smarte Stadt, ist eine digitalisierte Stadt auch eine lebenswerte Stadt. Das heißt, auch diese Debatte werden wir in Zukunft auch hier in unseren Parlamenten führen. Und der Begriff, der heute noch miteinander verknüpft wird, Digitalisierung und Intelligenz, wird ja häufig noch zusammengeschmissen und es ist noch nicht so ganz klar, wann eine Stadt tatsächlich beginnt, smart zu werden. Und es ist daher richtig, dass die Piratenfraktion mit diesem Antrag quasi darauf hinweist, dass die Politik den Auftrag hat, diese Transformationsprozesse, die durch die Digitalisierung schlichtweg ausgelöst werden, zu begleiten. Und im Antrag wird auch auf das Projekt in Gelsenkirchen Bezug genommen. Und es ist klar, warum Gelsenkirchen, weil Gelsenkirchen hat sich auf den Weg gemacht, hat die Grundlagen dafür gelegt, die Infrastruktur ist da, die Glasfasernetze liegen bis in die Schulen. Und auch Gelsenkirchen ist ein Vorbild, was die Verfügbarkeit von freiem WLAN betrifft. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch verständlich, dass sich die Stadtspitze entschieden hat,
die, ja, sich als Modell und Testregion zur Verfügung zu stellen. Aber das ist es auch aus meiner Sicht. Und ich finde, dass das, was Sie formulieren, an der Stelle zu weit geht. Es geht nicht um Videobeobachtung und Beobachtung des öffentlichen Raums. Es geht eigentlich um diese Dinge, die wir zukünftig sehen werden, ja, in Richtung Smart and Safe City. Und deshalb sollte man das Ganze zukünftig nicht nur durch eine Technikbrille betrachten. Deshalb bin ich auch eigentlich dankbar für diesen Antrag, denn dazu sind zu viele Fragen der Bürgerrechte, insbesondere im Bereich der Persönlichkeitsrechte, betroffen. Und deswegen, denke ich mir, werden auch diese Dinge noch mal im Ausschuss diskutiert werden. Und bis dahin herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Weisheim. Für die FDP-Fraktion.